Hallo und herzlich willkommen zum neuen Dein DLRP Mausblick. Heute in Ausgabe 22/24 haben wir wieder jede Menge News für euch. Fangen wir an mit Colonel Hearties. Das hat man jetzt ja mehrfach drin in letzter Zeit als Restaurant mit der neuen Speisekarte. Dort ist die vier oder die Käsepizza zurück. Ich weiß gar nicht, ob es vier Käse sind gerade. Als da auf diese indisch inspirierte Küche gewechselt wurde, ist diese Pizza runtergefallen. Das gab wohl viele Beschwerden von Gästen und jetzt ist sie wieder da. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, warum? Es ist doch schön, wenn es Vielfalt gibt und nicht überall denselben Klumbatsch. Aber nun gut, viele sehen das ganz anders und für die ist diese Pizza jetzt zurück. Dann haben wir ein Wiedereröffnungsdatum für Le Pays de Conte Fée. Das wird am 30. August wieder eröffnet. Die drei neuen Szenen sind da natürlich dabei. Naja, neue Szenen, also die Szenen, die andere Szenen ersetzen. Zu Frozen, das Peter und der Wolf ersetzt. Zu Winnie Pooh, das Gott, jetzt bin ich überfordert. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Was ist denn gerade mit mir los? Hänsel und Gretel ersetzt. Hänsel und Gretel ersetzt. Und zu oben, das The Wizard of Oz, Zauberer von Oz, ersetzen wird. Ich bleib dabei, ich find's schade, was zu ersetzen. Nicht, weil ich grundsätzlich gegen Veränderungen bin, sondern weil noch Bauplätze oder noch Plätze für Szenen, die auch so vorgesehen waren, von Anfang an da sind, die man hätte erstmal befüllen können, bevor man andere Sachen rausschmeißt. Es gibt auch einen neuen Sponsor, nämlich Vittel. Und da wurde präsentiert zusammen mit dem neuen Attraktionsplakat, das bald in der Main Street zu sehen sein wird, also in der Main Street unter der Main Street Station zu sehen sein wird. Das finde ich allerdings ziemlich gut gelungen. Und auch das Buch wurde renoviert am Eingang. Das ist ja bei der letzten Renovierung komplett vergessen worden. Okay, mein Stuhl geht immer weiter nach unten. Ich versuche ihn mal hoch und ich glaube, wir müssen neue Stühle kaufen, damit das müssen wir uns mal umschauen. Oder ich muss abspecken, was sowieso sinnvoll wäre. Dann gibt es seit 19.07. ein neues Pop-Up-Surprise. Das kam tatsächlich, die Ankündigung, ich glaube, 3 Minuten, nachdem der letzte Mausblick fertig geschnitten war, rein. Seit 19.07. bis 11.08. gibt es ein Pop-Up-Surprise für Jahreskartenbesitzer, wo ihr diesmal Robin Hood und Tarzan treffen könnt. Ist auch richtig, richtig cool gemacht. Großer Lob. Dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, auch am 19.07. dieser große IT-Ausfall weltweit zurückzuführen auf den Sicherheitsdienstleister CrowdStrike, den unter anderem Microsoft nutzt, der auf vielen PCs weltweit für Bluescreens des Todes gesorgt hat, ganze Flughäfen lahmgelegt hat, wahrscheinlich als der größte IT-Ausfall, die größte IT-Panne der Weltgeschichte wohl in die Geschichtsbücher eingehen wird. Der hat auch Disneyland Paris betroffen. Dort sind die Scanner am Parkeingang zunächst nicht gegangen. Dadurch mussten alle Karten einzeln kontrolliert werden von den Cast-Membern. Was natürlich zu längeren Schlangen geführt hat. Und im Lauf des Tages waren dann die Auswirkungen nach und nach auf quasi allen digitalen Anzeigen im Park zu sehen, alles auf Bluescreen. Und auch die Wartezeitanzeigen haben zum größeren Teil dann nicht mehr funktioniert. Jetzt haben wir was richtig Cooles für euch. Den Fourth Wall at the Broom Room. Also die vierte Wand in der Besenkammer. Hört sich spektakulär an. Das ist ein neues Erlebnis im Hotel New York, The Art of Marvel, das seit gestern eröffnet hat. Es ist eine Speakeasy-Bar. Also Speakeasy kommt aus der Zeit der Prohibition, wo Alkohol ausschließlich verboten war und dann wurde in versteckten Locations öfter doch Alkohol verkauft. Und daran orientiert sich dieses Speakeasy, das jetzt im Hotel New York, The Art of Marvel, zu finden ist. Die hat ein exklusives Menü und ist täglich von 18 bis 23 Uhr geöffnet bis Oktober. Und ich muss sagen, was Disney da gemacht hat, wow. Also, das ist was ich selten zu Disneyland Paris sage in letzter Zeit, aber wow.
Und ich hoffe, dass es auch länger geöffnet sein wird, denn das ist richtig mega cool. Ihr könnt euch über LimeBertie dafür registrieren, bekommt dann eine Zimmerkarte in der Lobby in Disneyland Paris, geht dann zu einem geheimen Zimmer, in das ihr rein könnt mit dieser Zimmerkarte, kommt dann eben erst in diese Besenkammer und durch diese Besenkammer durch, die ist schon sehr cool gestaltet, durch diese Besenkammer hindurch in die Speakeasy Bar. Die ist auch mega gestaltet. Hat Disneyland Paris sich richtig, richtig Mühe gegeben. Dann ja, könnt ihr da Cocktails trinken. Der Aufenthalt ist zurzeit auf eine Stunde begrenzt. Und die Cocktails sind richtig cool auch präsentiert mit Dampfeffekten und so weiter. Also auch das ist ganz toll gemacht. Und ja, sie sind sehr teuer. Sehr hoher Preis. Aber ich muss echt sagen, für das, was geboten wird, wow, man zahlt nicht nur den Cocktail, man zahlt das Erlebnis und das Erlebnis sieht großartig aus. Also ganz großes Lob und es gibt zudem auch noch einen exklusiven Pin für euch. Also, ja, wow, mir fehlen da fast die Worte. Wie gesagt, Deadpool und Wolverine sind da beteiligt. Deadpool findet ihr jetzt auch in Disneyland Paris im Walt Disney Studios Park, wo er an den über den Tag verteilt finden Shows unter anderem beteiligt ist. Hält also auch da Einzug. Dann haben wir News zur Sportsbar im Disney Village. Wir hatten ja schon kürzlich über den anstehenden Umbau berichtet. Die wird bald schließen. Wir vermuten nach den Olympischen Spielen. Und jetzt gibt es einige neue Details, die allerdings noch nicht offiziell bestätigt sind. Also ordnet zwar noch in den Bereich Gerüchteküche ein. Demnach wird die Sportsbar nicht nur so umgebaut und sitzplatzmäßig erweitert, wie das bisher auf den Concept Arts zu sehen war, sondern soll auch die Fläche des benachbarten New York Style Sandwiches der Sportsbar hinzugefügt werden und es soll ein Obergeschoss geben, in dem sich aktuell noch Räumlichkeiten der Kostümabteilung von Disneyland Paris befinden und dort sollen Billardtische aufgestellt werden etc. auch als weitere Erweiterung. Hört sich ziemlich gut an. Sind wir gespannt drauf, ob dieses Gerücht sich als wahr herausstellt. Das war es auch schon zu Disneyland Paris, glaube ich. Ich gehe nochmal schnell durch, mir kommt es gerade so kurz vor, aber das war's. Gehen wir nach Walt Disney World, aber bevor wir das machen, ein herzliches Dank an unsere Patreonen in unserem neu aufgelegten Patreon-Programm. Unser kleiner Lenzi hat auch diese Woche schon wieder Willkommensbriefe geschrieben. Und wenn auch ihr so einen bekommen wollt und noch ganz viel andere Goodies oder uns einfach unterstützen wollt, dann würden wir uns darüber freuen, wenn ihr auch Patreon-Mitglieder werdet. Das könnt ihr einfach auf patreon.com/deinDLRP ohne Bindestrich werden. Herzlichen Dank und ganz, ganz besonders herzlichen Dank an alle, die schon Patreonen geworden sind. Ihr helft uns sehr dabei, dass wir das, was wir bei deinDLRP anbieten, unsere kostenlosen Reiseführer, es ist ja die Mehrzahl, und vieles mehr auch weiterhin einfach so machen können, wie wir das tun. Danke. Einfach danke. Kommen wir jetzt nach Walt Disney World. Da gibt es ein neues Angebot im Yak & Yeti Local Food Café. Das ist der Fast Food Counter des Yak & Yeti, ein Tischbedienungsrestaurant im Animal Kingdom. Und dort gibt es eine Refillable Mug, die fast 40 Flüssigunzen, das entspricht 1,2 Liter. Und kostet $31. Hört sich jetzt erstmal richtig viel an, aber ihr könnt diese Mug beliebig oft mit neuen Getränken befüllen. An dem Tag, an dem ihr sie kauft, für diese $31. Allerdings nur am Yak & Yeti. Also nicht an anderen Restaurants, leider. Was vielleicht, könnt ihr mir vorstellen, noch kommt, ist das Rainforest Café, das ihr auch sowohl von der Parkseite als auch von außen erreichen könnt, das zur selben Gruppe gehört wie das Yak & Yeti, nämlich zu Lantry's. Aber im Moment geht es nur am Yak & Yeti Local Foods Café. Ihr müsst da mit der Mug hin und den Bon des Tages vorzeigen und dann könnt ihr nachfüllen. Für zukünftige Besuche, und da wird es dann aber richtig interessant, rechtfertigt sich der Preis dann auch nach und nach immer mehr, gilt dieses Refill auch. Ihr müsst dann nur eine Aktivierungsgebühr von $2.12. Das ist
klar, der Tatsache geschuldet, dass die Preise in den USA immer ausgeschrieben werden, erstmal ohne Tax sind und dann die Tax draufkommen, da kommen oft so krumme Beträge zustande. 2,12 Dollar bezahlen, dann könnt ihr es wieder den ganzen Tag, so oft ihr wollt, refillen. Es gibt ein ähnliches Modell, zum Beispiel bei Art Smith und bei Splitsville in Disney Springs. Dort gilt es auch für alkoholische Getränke, die man allerdings nicht frei, aber vergünstigt refillen kann, nachfüllen kann, auch über den einen Tag und Aufenthalt hinaus, auch wenn das Restaurant oder die Bar wieder besucht, und die interoperabel sind. Da geht also die Mag, die es bei Art Smith gibt, glaube ich, bei Splitsville. Und ich weiß gerade nicht, ob noch mehr Restaurants beteiligt sind, aber wäre natürlich cool, wenn sowas dann auch vermehrt in die Parks Einzug halten würde. Dann haben wir große Breaking News gehabt. Feuer bei der Country Bear Jamboree. Das wurde so durch die sozialen Medien geritten. Tatsächlich gab es kein Feuer bei der Country Bear Jamboree. Am 18.07., also an dem Tag, als wir den letzten Mausblick ausgestrahlt haben, hatte Ernest ein kleines Problem beim Fiedeln, denn da rauchte seine Geige mehr als sonst. Also die Geige hat einen Raucheffekt, das ist Teil der Neuauflage der Country Bear Jamboree und er fiedelt halt so schnell vor sich hin, ich mache das jetzt nicht, wenn ich mich zu schnell bewege, ist das mit dem Greenscreen hier ein Problem, dass die Seiten rauchen. Und da ist jetzt plötzlich viel mehr Rauch zu sehen gewesen in einer Show, als da üblich ist. Die Figuren wurden gestoppt und die Show evakuiert. Und dann machte das Gerücht die Runde, es hätte gebrannt bei der Country Bear Jamboree. Das ist nicht der Fall. Es war einfach nur ein Hardware- und Softwareproblem, das Disney nicht nur bei der Country Bear Jamboree hatte, sondern bei mehreren Attraktionen, die über die gleiche Software gesteuert werden, die Animatronics, nämlich Pirates of the Caribbean, Tiki Room und Country Bear Jamboree, die alle dann kurz gestoppt werden mussten und hat dazu geführt, dass der Rauch, der für diesen Effekt also hergestellt wird quasi und in dem Animatronic angesammelt ist, dann normalerweise ganz langsam nach und nach ausgestoßen wird und über mehrere Shows verteilt, auf einen Schlag ausgestoßen wurde. Und das hat so ausgesehen, als würde was brennen. War absolut nicht der Fall. Kurze Zeit später konnten die Shows auch wieder aufgenommen werden und es bestand zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr und es gab kein Feuer, es gab keinen Brand, nichts. Ja, dann kommen wir ich habe gerade keine Ahnung, was hier in meiner Notiz passiert ist. Da ist Text verschoben. Ich versuche es mal mir zusammenzureimen. Es gibt kleinere Änderungen. Die Festival of Fantasy Parade im Magic Kingdom, die tägliche Hauptparade, findet ab 4. August nicht mehr um 15 Uhr täglich statt, sondern um 14 Uhr. Das ist keine Riesenänderung. Gleichzeitig findet aber die Disney Adventure Friends Cavalcade, kleine Mini-Parade, nur noch einmal täglich statt, nicht mehr mehrfach, sondern und das um 11.15 Uhr. Dann kommen wir zur Tortuga Tavern. Da hatten wir berichtet, die ist geschlossen und die wird zu einer Piratenbar umgestaltet. Das ist auch weiterhin so, hat Disney ja angekündigt. Für den Moment ist da allerdings ein Shop drin. Tortuga Treasures heißt der Shop und da bekommt ihr Merchandise. Wie es im Shop so üblich ist. Warum? Keine Ahnung. Wenn man das Restaurant schließt, warum man dann nicht mit dem Umbau beginnt, sondern es erstmal noch für die Übergangszeit zum Shop macht? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht und ich finde es etwas seltsam. Dann coole News für alle Freunde von Beauty and the Beast. Das Beast ist zurück in Be Our Guest. Es war schon länger grundsätzlich zurück, aber nicht für Meet & Greets. Es lief einfach immer mal wieder durch das Restaurant, hat aber nicht angehalten für Fotos oder ähnliches, oder wenn mal ganz selten, aber es war nicht die Regel. Jetzt ist es wieder zurück, ihr könnt es nach dem Essen jetzt wieder für ein Meet & Greet und Fotos treffen. Das war seit der Schließung durch Corona nicht wieder möglich, ist jetzt aber wieder möglich und macht das
wertet das Essen natürlich oder das Restaurant deutlich auf. Der 24.7., also gestern, war der Tag, an dem Genie Plus ausgedient hat und durch das neue Lightning Lane Pass System ersetzt wurde. Leider war Disney nicht gewillt, die Disney App GDRP oder auf Deutsch DSGVO konform zu gestalten und wird damit nicht den europäischen Datenschutzrichtlinien gerecht und kann deshalb auf offiziellem Weg das Buchen der Lightning Lane Pass 7 Tage vor Anreise, wie das US-Amerikaner können, nicht für Europäer anbieten. Das ist natürlich, ja, wir zahlen genau das Gleiche, oft sogar mehr, weil wir uns länger in den Parks aufhalten als die durchschnittliche Reise eines US-Bürgers und können diese Vorbuchung nicht nutzen. Man kann die offiziell als Gast aus Europa erst nutzen, wenn man US-Boden betreten hat. Für US-Gäste, die in einem Disney-Hotel übernachten, besteht 7 Tage vor Anreise die Möglichkeit, dass für die Dauer des Aufenthalts, das ist nicht ganz die Dauer des Aufenthalts, sondern für einen begrenzten Zeitraum schon vorzubuchen, aber es richtet sich halt an der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in den USA, für 7 Tage also vorzubuchen und sich pro Tag 3 Lightning Lanes zu sichern. Oder schon Individual Lightning Lanes für die Attraktionen, die man extra bezahlen muss, zu kaufen. Und wenn ihr vielleicht am Tag des Besuchs erst in die USA anreist oder am Tag vorher oder noch 2 Tage vorher, dann könnt ihr es dann erst machen. Und dann ist vieles, vieles wohl schon weg. Also es gab jetzt schon Fälle, in denen am Tag vor dem Tag quasi alle Hauptattraktionen Magic Kingdom weg waren. Also Fälle ist übertrieben, es war gestern und heute gestern der Fall. Und gestern für heute der Fall. Das ist ein sehr, sehr großer Nachteil für Besucher aus Europa. Angeblich würde Disney an einer Lösung arbeiten, aber ob das wirklich kommt, ob das jeweils GDPR konform wird, müssen wir abwarten. Aber es gibt Möglichkeiten für euch, das zu umgehen. Wir haben für Gäste aus die Android-Phones nutzen, einen Weg, es zu umgehen. Den haben wir euch schon in einem Blogpost erklärt. Den werden wir wohl auch nochmal in die jetzt reinpacken. Nicht einen Blogpost, einen Facebook-Post, in die Beschreibung, dass ihr euch das anschauen könnt. Das kann ich jetzt hier nicht alles vormachen, das sprengt die Grenzen des Mausblicks. Ihr könnt das also da mit ein bisschen Aufwand umgehen und dann auch aus Deutschland schon vorab buchen. Für iPhones ging es, oder war es so einfach zunächst nicht möglich. Da haben wir auch nach Lösungen gesucht und mit Hilfe von Usern, wäre natürlich die beste Lösung, wäre natürlich einfach ein Android-Phone kaufen. Also kauft euch ein ordentliches Handy. Nein, Scherz. Seitenhieb muss ja manchmal sein. Und es gibt Möglichkeiten, es mit dem iPhone zu machen. Es gibt einen komplizierten Weg über den PC mit einer entsprechenden Software auf dem PC. Aber es geht wohl auch einfacher, dummerweise nur nicht auf einem einheitlichen Weg. Also wir haben jetzt mit mehreren Usern Kontakt, ein Mitglied unseres Teams, die selbst in einem Handyshop arbeitet, hat es auf zig iPhones getestet und es funktioniert überall auf unterschiedliche Art und Weisen, aber man bekommt es in der Regel hin. Ich gucke, dass ich dazu heute im Laufe des Tages auch noch einen Post bei Facebook mache und ich, wenn ich heute dazu komme, ich kann es nicht versprechen, das Wochenende sind wir leider weg, kann sein, dass ich ja noch erst am Montag dazu komme, aber ich gebe mir Mühe und ich versuche einen Blogartikel dazu zu machen. Also verfolgt uns auf unseren Kanälen. Und dann haben wir auch für, hoffentlich für euch, egal ob ihr Android oder iOS-Geräte nutzt, eine Lösung parat, mit der ihr, das ist diesen Mist, den Disney da gebaut hat, muss man so deutlich sagen, umgehen kann. Dann sind natürlich auch die Preise für die ersten Preise für die Lightning Lane Pässe bekannt. Im ersten Überblick nach entspricht das ungefähr den Preisen, die Genie Plus vorher pro Tag gekostet hat. Sie variieren je nach Park und Tag. Das war ja auch schon angekündigt. Die aktuellen Preise gehen bei Magic Kingdom ab $25 pro Tag los, in Epcot ab 18, in Studios, Hollywood Studios bei 22 und im Animal Kingdom bei $16. Auch dazu hat man einen Post, aber
bringt es nichts, Einzeltage zu nennen. Das verschiebt hier jeden Tag um einen Tag nach vorne. Und wir wissen auch nicht, ob das System eventuell dynamisch ist und sich die Preise nach Auslastung anpassen. Dann haben wir eine News aus dem Restaurant Marrakesch in Epcot. Das war jetzt den Sommer über, den Juni und Teil Anfang des Juli über im Rahmen der Annual Passholder Appreciation Days eine exklusive Lounge für Annual Passholder, haben wir auch im Vlog gezeigt. Da ist jetzt der KitKat Fun Stop des marokkanischen Pavillons eingezogen. KitKat ist so ein Spiel, das eure Kinder spielen können, aber auch ihr als Erwachsene könnt da gerne mitmachen, das euch auf eine Reise um die Welt, genauer gesagt um den World Showcase führt und bei der ihr dann Stempel für besuchte Länder bekommt und ja, ganz, ganz coole Geschichte. Und das ist jetzt im Restaurant Marrakesch angesiedelt. Ist etwas groß, finde ich jetzt ja tatsächlich für einen KitKat-Stop. Normalerweise sind so kleine Schalter, die ungefähr so groß sind wie der Tresen hier, an dem ich sitze. Aber Vorteil, der Raum ist generell zugänglich und ihr habt einen sehr großen, sehr gemütlichen, sehr gut thematisierten Raum, in dem ihr euch mal ein bisschen in Air-Conditioned Umgebung aufhalten könnt und ein bisschen abkühlen könnt in der Hitze Floridas. Ob das auf Dauer so bleiben wird oder ob da vielleicht dann doch irgendwann wieder ein Restaurant Einzug hält, was eigentlich da ja hingehört, aber schon lange nicht mehr da ist, bleibt abzuwarten. Dann gehen wir ganz kurz, weil es eine relativ coole Sache, finde ich, ist nach Anaheim. Dort wird in Critter Country das Restaurant Hungry Bear am 8. Juli geschlossen. Und es wird nicht nur Farbe erhalten, sondern es wird umgestaltet zu einem Restaurant, das den Country Bears gewidmet ist. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Es ist den Country Bears und ihren Tourneen in den USA, die treten ja nicht nur in Walt Disney World auf, das ist ja eine bekannte Showtruppe, die reisen durch die USA und ihren Tourneen gewidmet ist und den verschiedenen Hallen, in denen sie in den USA aufgetreten sind. Auf der Speisekarte werdet ihr zukünftig die Lieblingsgerichte der Bären finden und könnt dabei den größten Hits der Country Bears lauschen. Also, wenn das fertig ist, ist ja fast ein Grund, deshalb nach Anaheim zu fliegen für mich. Wenn das nicht so teuer wäre. Aber naja, schauen wir mal. Und eine News noch zum Thema Disney allgemein, die für den Konzern relativ wichtig ist. Ike Perlmutter hat seinen kompletten Aktienanteil an der Walt Disney Company verkauft, der ehemalige CEO von Marvel, der einerseits im Rahmen des Marvel-Deals, als Disney Marvel übernommen hat, viele Aktien von Disney bekommen hat und selbst nachgekauft hatte. Ike Perlmutter war zusammen mit Delson Peltz an dem Disney War 2.5 beteiligt, als im Rahmen oder im Vorfeld der letzten Jahreshauptversammlung versucht wurde, eigene Kandidaten für das Board of Directors bei Disney zu platzieren, ist gescheitert damals. Und nachdem Delson Peltz seinen Anteil, den Anteil von Trian Partners, seinem Unternehmen, vor ein paar Wochen verkauft hat, ist jetzt auch Ike Perlmutter nachgezogen und hat seinen kompletten Anteil verkauft. Und das war nicht wenig, das waren 1,3% des gesamten Unternehmens. Das ist schon ein richtig, richtig großer Anteil. Der Aktienkurs der Walt Disney Aktie hat das entsprechend zu spüren bekommen. Aua. Und ist börslich um zunächst teilweise über 4% eingebrochen. Ob die beiden Delson Peltz und Ike Perlmutter damit ihren dauerhaften Abschied von Disney einleiten, das wissen wir noch nicht. Beide haben das begründet, dass sie, nachdem es beim Board keine Änderung gab und keine Änderung der Geschäftspolitik Disneys zu erkennen ist, nicht mehr davon ausgehen, dass die Aktien eine gute Anlage sind und dass das Unternehmen langfristig zu alten Erfolgen zurückkehren wird. Das Ganze kann natürlich auch ein Spiel sein, verkaufen, hoffen, dass der Kurs sinkt und dann zum günstigen Zeitpunkt wieder mit mehr Aktien einsteigen, um vielleicht einen neuen Anlauf auf das Board of Directors zu nehmen. Das wird die Zukunft zeigen. Das war der Mausblick diese Woche. Ein herzliches Dankeschön nochmal an unsere Patreon, aber auch an alle anderen, die uns unterstützen. Mit Likes, mit Kommentaren, mit Super Thanks. Das war ja großartig gerade während unseres Disney World Aufenthalts bei unseren Vlogs. Vielen Dank. Wir freuen uns über alles, was ihr macht. Kommentiert diesen Beitrag, gebt uns Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Ihr wisst ja, was da alles so möglich ist. Herzlichen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.